Das hier ist ein Szenenausschnitt aus der neuen Netflix-Serie Quicksand. Von Kritikern ist sie sehr stark für ihren Realismus, ihre Intensität und den Plot gelobt worden. Was mich jedoch eigentlich interessiert, sind nur die beiden hier. Maya und ihr Freund Sebastian. Quicksand ist seit dem 5. April 2019 nicht nur die erste, sondern auch die einzige schwedische Netflix-Produktion. Zuallererst, worum geht es? Maya ist ein 18-jähriges Mädchen. Wir begleiten sie mit ihren Freunden durch Partys, die Schule und ihre komplexe Welt, wobei wir nach und nach zu den Ereignissen und schlechten Entscheidungen aufgeklärt werden, die am Ende zu einer tragischen Schulschießerei führen. Die Storyline dieser Serie ist so aufgebaut, dass wir unsere Informationen aus zwei Zeitebenen bekommen. Eine vor der Schießerei und eine danach. Das bedeutet, wir wissen von Anfang an, dass diese Schießerei stattgefunden hat. Es wird zwar alles aus der Perspektive der Protagonistin erzählt, wir wissen jedoch nicht, ob diese schuldig, teilschuldig oder komplett unschuldig ist. Wir halten zwar während der Serie zu ihr, wissen jedoch nicht, ob wir das wirklich sollten, denn vielleicht hat sie tatsächlich ihre beste Freundin und ihren Freund umgebracht. Diese Frage macht den Charakter schon extrem interessant, aber ich habe mich gefragt, wie viele schlechte Entscheidungen man treffen kann und was für eine Art von Person man sein muss, um in so eine Situation zu kommen. Wer ist Maya? Naja, ganz am Anfang wirkt sie nicht wirklich besonders. Sie interessiert sich für ihre Noten, geht auf keine Partys und ist durchschnittlich beliebt bzw. unbeliebt. Ganz schnell lernen wir aber, dass sie sehr freundlich und hilfsbereit ist. Wir merken auch, dass sie weiß, wie man sich wehrt, wenn es darauf ankommt. Das sind zwar ziemlich interessante Eigenschaften, aber nicht unbedingt welche, die dich in einen Amoklauf bringen. Maya verändert sich zwar über die Zeit, aber diese Kernwerte bleiben immer gleich. Werfen wir also einen Blick auf die Entscheidungen, die sie trifft. Dass das Leben von Sebastian nicht gerade ein Zuckerschlecken ist, dürfte für den Außenstehenden vielleicht nicht gleich klar sein, aber für jemanden, der die Serie gesehen hat, schon. Er wird durchgehend von seinem Vater verprügelt und als ob das noch nicht genug wäre, behauptet dieser auch noch, er sei nicht sein Sohn. Auf Sebastian kommen wir noch genauer zu sprechen. Wichtig zu verstehen ist jetzt nur, dass Maya Sebastian helfen will. Das tut sie auch und das führt in weiterer Folge dazu, dass sie zu einem Teil der Schießerei wird. Also einfach nur, weil sie ihn nicht verlässt und ihm helfen will, kommt Maya in diese miserable Lage. Das wäre schon des Rätsels Lösung, wenn er nicht der kleine Fakt wäre, dass Maya Sebastian verlassen wollte. Hey, jag kan inte vara tillsammans med dig längre. Als sie keinen Ausweg mehr fand, wollte sie ihn verlassen. Doch dann ist Folgendes passiert. Als Sebastian versuchte, sich umzubringen, konnte sie nicht anders, als bei ihm zu bleiben. Was hätte sie denn auch sonst tun sollen? Seht euch dieses Zimmer an, niemand ist hier. Weder ihre Freunde noch ihre Familien. Sebastian hat niemand anderen als Maya und auch Maya hat im gewissen Maße niemand anderen als Sebastian. Maya ist in einem Zyklus gefangen. Sebastian macht irgendeine Scheiße, sie sucht Hilfe, niemand hilft ihr, sie nimmt es selbst in die Hand. Und dann das Ganze wieder von vorne. Schaut, Maya möchte nicht mit Sebastian zusammen sein. Nur ihr Umfeld will, dass die beiden ein Paar bleiben. Mayas Freundin wie auch Familie möchte ein Teil dieser reichen Schicht sein. Das Problem ist nur, dass jeder von ihr erwartet, dass sie ganz alleine für Sebastian da ist. Das wird zu viel. Jetzt wieder zurück ins Krankenhaus. Wie schon erwähnt, das Zimmer ist komplett leer. Mayas Freunde und Familie sind nicht hier. Aber was noch viel wichtiger ist, Sebastians Freunde und Familie sind nicht hier. Wenn man sich Sebastians Charakter einmal etwas genauer anschaut, dann fällt einem eines sofort auf.
Er ist ein Partymensch. Extrovertiert und schon fast verrückt. Der Alltag ist für ihn die schlimmste Vorstellung. Party ist das Einzige, was er die ganze Zeit machen will. Dort ist er von Leuten umgeben und kann sich mit Alkohol und Drogen zukippen. Doch im tiefsten Inneren will er kein Geld, Alkohol oder Drogen, sondern einfach nur die Akzeptanz seines Vaters. Nein, absolut nicht. Und er bekommt das genaue Gegenteil. Wie Maya es sagt. Klaus war wohl im besten Fall likgiltig mot Sebastian. Och i sämsta fall. Han kunde säga och göra helt vidriga saker. Och sen låtsas som ingenting. Som om det aldrig hade hänt. Auch Sebastian befindet sich in einer unendlich lange laufenden Schleife. Er feiert Partys, danach wird ihm langweilig, da ihm jedoch keine Grenzen gesetzt werden, feiert er einfach noch extremer und begibt sich in noch gefährlichere Situationen. Weil er immer mehr Drogen nimmt und alles immer heftiger wird, ist er ein normales Leben bald nicht mehr gewohnt. Er muss die ganze Zeit feiern und wenn er das nicht tut, wird er depressiv. Um zurück auf Maya zu kommen, können wir jetzt mal schauen, wie diese beiden Schleifen aufeinander wirken. Also Maya versucht Sebastian zu helfen, aber niemand will ihr dabei helfen. Also schottet sie sich von allen anderen ab und gerät dadurch etwas in Sebastians Schleife. Dessen Schleife wird immer extremer, er macht immer verrücktere, wildere Sachen. Maya versucht ihm zu helfen und gerät immer weiter in Sebastians Schleife hinein. Bald kann sie sich selbst nicht mehr helfen und wird einfach mitgerissen. Bis es zur Schulschießerei kommt. An dieser Stelle möchte ich mal ein ganz anderes Stichwort einwerfen. Medien. Im Großteil der Serie werden uns keinerlei Zeitungsausschnitte oder andere Nachrichten gezeigt. Ganz einfach, weil auch Maya keine Nachrichten gezeigt werden. Als wir jedoch im Gerichtssaal sind, hören wir Folgendes. Googlade man Maya Norberg kvällen innan den här rättegången började så fick man 1,3 miljoner träffar. Och det är trots att flertalet av svenska medier ännu inte nämnt hennes namn. Med andra ord är det media och samhällets fördomar som skapat bilden av Maya Norberg som skyldig. Hon dömdes i förväg. Alltså, wie viele schlechte Entscheidungen hat Maya getroffen? Klar, viele. Aber ist sie an diesen wirklich selber schuld? War es nicht eher ihr Umfeld, das sie zu diesen Taten, ja, schon fast gezwungen hat? Genau diese Frage können wir uns stellen. Aber die öffentlichen Medien, Zeitung, Fernsehen etc. etc. haben das nicht. Sie haben Maya einfach verurteilt, als ein dummes, verliebtes Mädchen, das eine furchtbare Tat begangen hat. In den letzten Tagen habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, was uns diese Serie lehren könnte. Ich bin zwar auf viele verschiedene Elemente gestoßen, wie zum Beispiel die Kluft zwischen Arm und Reich oder wie so eine Tat auf eine Erwachsene wirkt. Auch die Machart der Serie könnte man beschreiben, aber ich denke, am interessantesten und am wichtigsten ist die Lektion, die uns die Serie bringt, bezüglich dem Verurteilen von Personen. Das geschieht bei uns die ganze Zeit. Wir lesen, hören oder sehen etwas über eine Person und schon haben wir ein Urteil über sie gefällt. Obwohl wir vielleicht gar nicht wissen, was im Leben dieser Person wirklich passiert. Wir wissen nicht, in welchem Umfeld diese Person ist, welche Pflichten dahinter stecken und wie einfach es ist, in so eine Situation hineinzukommen. Die Serie zeigt uns einfach, wie viele Aspekte hinter solchen schlimmen Taten stecken, wie man über die Zeit die Kontrolle über all das verliert und ohne es zu merken, im Treibsand versinkt.